Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Hallo und einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast normalerweise mit Gerald Hüther und Robert Bodi. Gerald ist im Urlaub, deshalb heute ein Special, ein Vorausblick ein kleines bisschen auf ein neues Buch, das im September erscheint, mit einem tollen Vorwort von Gerald Hüther und dem Rest von mir, Robert Bodi. Es geht um emotional intelligente Kommunikation. Was soll das eigentlich? Wir leben in einer Welt, in der wir immer wieder versuchen, vernünftig zu sein. Das ist sozusagen der Goldstandard für Verhalten, für unsere Kommunikation. Sei doch vernünftig. Sei nicht so emotional. Es scheint so, als wenn wir in einer Kultur der Emotionenverweigerung leben würden. Einer Kultur, in der wir versuchen, nur mit unserer Rationalität, mit unserer Vernunft zu kommunizieren. Und das ist natürlich durchaus ein, vernünftiger Ansatz. Das kann man sich vornehmen, aber es funktioniert nicht. Weil Menschen sind hochemotionale Wesen. Wir sind emotional motiviert. Kein Auto ist je verkauft worden, weil es so vernünftig wäre. Sondern man findet ein Auto toll, man findet die Idee toll, sich mit diesem Automobil von A nach B bewegen zu können, ohne jemanden zu fragen. Da gefällt einem die Farbe, die Form, das Ding ist einfach geil. Deshalb kaufen wir es. Dann kommt die Vernunft und sucht nach vernünftigen Gründen, warum wir uns dieses Auto kaufen. Und so ist es eigentlich bei allem. Wir haben das, Gerald und ich, in diesem Podcast auch immer wieder erklärt. Es gibt keine Kommunikation, es gibt keinen Austausch von Informationen, wenn wir uns nicht vorher berührt haben. Erst wenn mich etwas berührt, emotional anfasst, dann bin ich bereit, diese Fakten, diese vernünftigen Argumente, diese Informationen tatsächlich anzunehmen, dann passiert was. Das heißt, umgekehrt, wir müssen jemanden berühren, dem wir etwas sagen wollen. Und zwar nicht physisch, sondern viel komplizierter, wir müssen ihn emotional berühren. Das vergessen wir immer wieder. Ich beobachte das immer wieder bei meinen Kunden, gerade im Umfeld von Unternehmen, also in der Wirtschaft. Da wird nach vernünftigen Inhalten gesucht, da wird nach Sachinformationen gesucht und die werden dann vorgetragen. Und dann wundern sich gelegentlich Menschen, dass das nicht funktioniert. Kann nicht funktionieren, weil es niemanden berührt. Wahrscheinlich nicht zumindest. Deswegen ist nicht die spannende Frage, wenn wir etwas sagen wollen, was wollen wir eigentlich sagen? Wenn wir eine Rede halten müssen, wenn es eine Personalversammlung gibt, wenn man ein Interview geben will, ist nicht die spannende Frage, was wollen wir eigentlich sagen, sondern die spannende, wichtige Frage, die man zuerst stellen muss, ist die Frage, was will ich eigentlich emotional anrichten? Was soll die emotionale Wirkung sein? Und wenn ich die klar identifiziert habe, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte begeistern, wenn ich mir vorgenommen habe, ich möchte Empörung hervorrufen, weil ich zum Beispiel möchte, dass Leute sich engagieren gegen eine soziale Ungerechtigkeit oder so. Das wäre bei politischen Botschaften der Fall. Dann kann ich mir vornehmen, was ich sagen muss, um diese emotionale Wirkung zu erreichen. Und das ist die richtige Reihenfolge, weil wenn wir nur darüber nachdenken, was kann ich denn jetzt sagen? Dann fällt uns irgendwas ein und dann sagen wir im Prinzip auch irgendwas. Wir nehmen nämlich, und so arbeitet unser Gehirn, die erste Möglichkeit, die uns einfällt und begründen dann, warum die wunderbar ist. In Unternehmen hat das ganz dramatische Auswirkungen. Wenn zum Beispiel eine Führungskraft eine Rede halten muss, dann wird genau diese Frage gestellt, was können wir sagen? Und diese Frage wird in die Runde geworfen. Und weil es nun mal der große Chef ist, der da reden soll, werden alle ganz eifrig. Und jeder schreibt aus seiner Position, aus seinem Blickwinkel und mit seinen eigenen Interessen,
entweder den persönlichen oder der seiner Abteilung, die Informationen, die er gerne vorgetragen sehen würde, in diese Vorschlagsliste rein. Das wird alles zusammengeschüttet und dann fällt irgendjemandem auf, das sind ja 7 Stunden Rede, das ist ja für Fidel Castro. Machen wir nicht, also wird gekürzt. Und dann kommt da irgendwas bei raus und dann wird die Rede gehalten und alle schlagen dem Chef auf die Schultern und sagen, tolle Rede. Aber er hat nichts erreicht, weil er die Menschen nicht berührt hat. Und wenn er was erreicht hat, weiß er nicht genau, was er erreicht hat, weil er sich nie vorgenommen hat, welche emotionale Wirkung er eigentlich haben will. Man kann sich dieses ganze Theater sparen. Das ist vor allem für Unternehmen sehr wichtig. Man kann sich dieses Theater sparen, indem man sich vorher klar macht, was wollen wir denn hier? Wollen wir begeistern für unser neues Produkt zum Beispiel? Wollen wir mobilisieren zum Beispiel für eine neue Ausrichtung? Wir wollen zum Beispiel jetzt Elektromobilität fördern, wenn wir ein Automobilhersteller sind. Wir wollen in Zukunft nur noch Elektroautos bauen. Dann brauchen wir Menschen, die die kaufen wollen. Dafür müssen wir begeistern. Das ist emotionale Wirkung. Wir müssen sagen, die sind toll, die Dinger. Die haben Vorteile. Außerdem schützen sie das Klima. Das Spannende ist aber, die sind toll. Das ist emotionale Wirkung. Dasselbe gilt auch für unsere ganz persönlichen Kommunikation. Wenn wir mit unserem Partner reden, sind wir gut beraten, uns zu überlegen, wo ist denn unser Partner gerade emotional und was wollen wir auf der emotionalen Ebene dazu beitragen? Und dann können wir sehr viel intelligenter miteinander kommunizieren, weil wir eben emotional intelligent kommunizieren. Das ist keine Feinheit, sondern da geht es wirklich ums Eingemachte. Da geht es darum, dass wir besser kommunizieren und uns damit auch besser verstehen. Wir müssen uns klar machen, was wir mit Kommunikation anrichten. Kommunikation ist ein Austausch von Informationen. Und immer, wenn unser Gehirn Informationen bekommt und die sich festsetzen, weil wir davon berührt worden sind, dann ist das ein Lernprozess. Und wenn unser Gehirn einen Lernprozess durchmacht, verändert sich unser Gehirn strukturell. Wenn wir kommunizieren, greifen wir sozusagen physisch in die Struktur des Gehirns unserer Zuhörer ein. Das ist nicht trivial. Das ist beileibe nicht trivial. Man könnte das auf die Spitze treiben und sagen, Kommunikation, wenn sie schief geht, wenn sie weh tut, wenn sie Beziehungen kaputt macht, ist Kommunikation Körperverletzung. Sie greift in die Struktur des Gehirns ein. Das muss man sich vor Augen führen. Wir entscheiden, ob wir richtig, nämlich mit Blick auf die emotionale Wirkung kommunizieren oder nicht. An diesem Punkt sagen viele meiner Kunden, ja, aber ich will doch nicht emotional sein. Ich habe es eben schon gesagt, wir leben in gewisser Weise in einer Kultur der Emotionenverweigerung. Wir wollen vernünftig sein. Aber da ist schon logisch ein Fehler drin. Ein Killer muss ja auch nicht tot sein, um tödlich zu wirken. Wir müssen auch nicht emotional sein, um emotional zu wirken. Man kann mit ganz kühlen Fakten eine starke, vorher eindeutig zu identifizierende emotionale Wirkung auslösen. Es gibt Publikationen, wie zum Beispiel das Wall Street Journal, die wirken für jemanden, der von ihnen nicht berührt wird, so sachlich, dass sie einen zum Einschlafen bringen. Aber für einen Investor, für jemanden, der auf dem Geldmarkt aktiv ist, der dort arbeitet, der dort investiert hat, das eigene Geld oder das der andere, ist das eine hochemotionale Sache. Es geht nämlich letztendlich darum, werde ich reich oder werde ich arm? Habe ich Erfolg oder habe ich Misserfolg? Das ist existenziell. Das ist hochemotional. Das ist emotionale Wirkung. Das ist das beste Beispiel, finde ich, dafür, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, wenn man auf emotionale Wirkung schaut, ob man emotional ist. Ich habe in dem Buch, das Buch heißt übrigens, wir müssen reden, aber richtig. Ich glaube, der Titel ist einleuchtend. Ich habe in dem Buch eine ganze Reihe von wichtigen Punkten angesprochen, die uns vielleicht helfen können, die euch vielleicht helfen können,
besser, klarer auf die emotionale Wirkung zu schauen und mit der emotionalen Wirkung umzugehen, wenn wir kommunizieren. Zum Beispiel wird unser Gehirn immer, egal was uns an Informationen angeboten wird, zuerst drauf gucken, was geht denn das mich eigentlich an? Also Relevanz. Das ist das Erste, was unser Gehirn checkt. Abgesehen von der Flucht-Kampf-Reaktion, das passiert aber völlig unbewusst, wenn unsere Amygdala praktisch Alarm schlagen würde, weil wir uns bedroht fühlen in einer Kommunikation. Dann geht es sowieso bergab, dann ist die Kommunikation zu Ende. Aber danach ist die nächste Frage, was ist die Relevanz? Was geht mich das an? Was bedeutet das für mich? Wo berührt mich das? Und da passiert was ganz Tolles. Gerade Menschen mit einer akademischen Ausbildung lernen das nämlich schlichtweg verkehrt rum. Weil besonders in der wissenschaftlichen Arbeit, und wir lernen das schon im Gymnasium so zu arbeiten, fängt man bei den Voraussetzungen an und landet irgendwann auf dem Gipfel der Weisheit. Anfang, Ende, Voraussetzungen, Gipfel der Weisheit. Wo ist die Relevanz? Die Relevanz ist doch in der Weisheit und nicht bei Adam und Eva. Das heißt, wir müssen unsere Kommunikationsgewohnheiten komplett auf den Kopf stellen. Wir müssen, wenn wir kommunizieren und die Relevanz tatsächlich als erstes vom Gehirn abgecheckt wird bei denjenigen, mit denen wir reden, müssen wir den Gipfel der Weisheit nach vorne holen. Wenn wir nämlich bei Adam und Eva anfangen, kommen wir irgendwann auf den Gipfel der Weisheit an, aber unsere Zuhörer nicht. Die sind längst weg. Auch das klingt vielleicht auf den ersten Blick trivial, ist es aber überhaupt nicht, weil es das gesamte Prozedere, wie wir Kommunikation denken, auf den Kopf stellt. Wir fangen hinten an. Journalismus fängt hinten an beim Ergebnis. Das heißt, auch wenn ich mit Medien rede, ist es wichtig, sofort Relevanz klarzumachen. Dann habe ich ein starkes Medienstatement. Ganz wichtige Geschichte. Im Buch gibt es eine ganze Menge Beispiele, Übungen dazu, wie man da hinkommt. Unsere Relevanzschwelle im Gehirn ist sozusagen der Gatekeeper. Das ist der Wächter, der passt auf, dass wir uns nicht jeden Schwachsinn merken, dass wir nicht das Telefonbuch in der Hand nehmen, blättern das durch und haben die ganzen Nummern im Kopf. Wahrscheinlich könnte unser Gehirn das. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, das macht das. Aber das Gehirn archiviert diese Informationen nicht, weil es nicht berührt ist, weil wir nicht davon berührt sind. Und deswegen macht das Gehirn diese Informationen unauffindbar. Und wenn wir kommunizieren und wollen, dass die Information, die wir vermitteln wollen, ankommt und auch wieder abrufbar ist, dann darf die natürlich nicht in das Archiv, wo die Sachen keinen Reiter haben, wo man sie nicht wiederfindet, wo das Telefonbuch ist, sondern das braucht Relevanz. Das muss über die Relevanzschwelle, damit mein Gehirn bzw. das meines Zuhörers weiß, ha, wichtig, berührt mich, hat was mit mir zu tun, muss ich mir merken. Das klingt jetzt alles fürchterlich vereinfachend, ist es natürlich auch. Gerald könnte, wenn er jetzt nicht in Urlaub wäre, uns die ganze Gehirntechnik beschreiben, was da passiert. Ist aber, glaube ich, jetzt für unsere Alltagskommunikation gar nicht so wahnsinnig spannend. Spannend ist, dass das so passiert. Und wir müssen uns danach richten. Und das ist ein Riesenparadigmenwechsel. Wir fangen immer hinten an, beim Ergebnis, bei der Relevanz, bei der Wirkung. Es gibt ein ganz wunderbares wissenschaftliches, psychologisches Experiment, das ist legendär, man findet das übrigens auch auf YouTube. Da hat man eine Gruppe von Menschen auf eine Bühne gestellt und hat denen gesagt, sie sollen einen Basketball auftitschen. So. Und Zuschauer dieses Videos wurden aufgefordert zu zählen, wie oft titscht die blaue Gruppe diesen Basketball auf. Das ist jetzt nicht besonders kompliziert. Kann man machen. Das Irre an diesem Video ist aber, ungefähr in der Mitte taucht ein Mensch im Gorilla-Kostüm auf.
Ich nehme zumindest an, dass das ein Mensch im Kostüm ist und kein echter Gorilla. Der verhält sich nämlich relativ zivil. Eine große Zahl aller Probanden, die dieses Video angeschaut haben und versucht haben, den auftitschenden Basketball zu beobachten, weil sie zählen wollten, wie oft die blaue Gruppe diesen Basketball auftitscht, übersieht den Gorilla. Da latscht ein Gorilla durch eine kleine Gruppe von Menschen und die meisten von uns nehmen ihn nicht wahr. Das ist Aufmerksamkeitsblindheit, so nennen das die Psychologen. Und das ist Ausdruck unseres Relevanzfilters im Gehirn. Und dieses Experiment zeigt wunderbar, wie dieser Filter funktioniert. Wir sehen einen Gorilla nicht, der uns nichts bedeutet, der bei der Aufgabe zähle den Ball, wie oft er aufspringt, keine Relevanz hat. Deutlicher als mit diesem Video kann man diese Erkenntnis, wie wichtig Relevanz ist, eigentlich nicht illustrieren. Ein weiteres wichtiges Thema für emotional intelligente Kommunikation ist das, was ich im Buch unter der Kapitelüberschrift »Wer verstanden werden will, muss nett sein« beschrieben habe. Eigentlich ist das ja klar. Natürlich sollen wir nett zueinander sein. Das ist doch, das gehört sich doch so. Tatsache ist aber, wenn wir etwas sagen müssen, vor allem wenn wir öffentlich reden müssen, überlegen wir nicht in erster Linie, was kann ich denn sagen, was nett ist? Wie kann ich denn den Fluchtkampfreflex gar nicht erst auslösen bei denen, die mir zuhören? Sondern wir überlegen, was kann ich denn sagen, was schlau ist? Und das ist nicht unproblematisch. Natürlich ist das toll, wenn uns jemand was Schlaues sagt. Aber wenn jemand nur schlau ist, dann beschämt er uns. Dann haben wir nämlich das Gefühl, wir sind doof. Das heißt, Menschen mit der eigenen Klugheit beeindrucken zu wollen, kann funktionieren, erreicht aber emotional sicherlich nicht das Ziel, weil ich mache mir diesen Menschen nicht zum Freund. Es kann passieren, dass er sich sogar beschämt fühlt und dann ist definitiv die Kommunikation abgerissen. Das heißt, lächeln und was Nettes sagen ist ein ganz wichtiges Element von emotional intelligenter Kommunikation. Dann kann man auch was Schlaues sagen. Ich bin überhaupt nicht gegen was Schlaues sagen. Ich versuche das ja auch. Aber unsere Zuhörer wollen uns mögen und wir müssen ihnen einen Grund geben, uns zu mögen. Da gehört schon das Lächeln dazu. Manche Leute haben Lächelgesichter. Die sehen in der Werkseinstellung schon aus, als seien sie wie Obelix als Kinder in den Happy-Trank gefallen und die strahlen einfach vor sich hin, selbst wenn es ihnen gar nicht danach ist, wenn es sich innen gar nicht so anfühlt. Andere Leute, da zähle ich mich zu, haben halt das alte Gesicht von Klaus Kinski geerbt und es ist ein ewig weiter Weg von ich hier und jetzt bis lächeln. Man muss sich die Mühe machen. Und es wirkt. Kleiner Trick dabei, man kann sich selber motivieren. Man kann sich was denken, was einem richtig Freude macht, was einen zum Lächeln bringt. Man kann an sein Kind denken, an seinen Partner oder an seinen Dackel. Der Dackel funktioniert auch, wenn sie ihn mögen, sonst nicht. Dann kommt die Freundlichkeit von innen, dann kommt das Lächeln von innen. Und dann machen wir ein ganz wichtiges Tor für emotional intelligente Kommunikation auf. Einer der Schlüsselpunkte, glaube ich zumindest, für emotional intelligente Kommunikation ist das Erkennen von Bedürfnissen und Bedürftigkeiten. Was braucht unser Gegenüber von uns? Das klingt einfach, das sagt er ja. Ist nicht so. Nicht, was sagt er, was er will, sondern was braucht er wirklich? Das ist nicht immer dasselbe. Keiner von uns ist ansprechbar für Dinge oder Erfahrungen, für die er oder sie nicht auch ein Bedürfnis hat. Es gibt sonst keine Relevanz. Das heißt, herauszufinden, was braucht der andere denn, ist wie ein riesiger Schlüssel zum Verständnis. Ich will ist rationalisiert. Das ist einen Schritt weiter als ich brauche.
Menschen spüren meistens mehr, als sie sich bewusst machen, was sie brauchen. Und dann überlegen sie, wie können sie dieses Bedürfnis erfüllen, und dann sagen sie, ich will. Das hat aber oft gar nichts mit dem Bedürfnis zu tun. Jetzt kann man sagen, das ist ja deren Problem. Es hat aber vor allem auch nichts mit dem zu tun, was wir für diesen Menschen dann tun können. Kommunikativ tun können. Das heißt, herauszufinden, was braucht er eigentlich wirklich? Was sind seine Bedürfnisse? Ist ganz, ganz wichtig. In dem Zusammenhang taucht eine Sache auf, die oft dramatisch unterschätzt wird. Wie verstehen wir Menschen unsere Welt? Wir verstehen unsere Welt, indem wir uns Geschichten erzählen, Narrative. Jede Information, die wir bekommen, wird in einen Zusammenhang gebracht, in den Zusammenhang unserer ganz persönlichen Lebensgeschichte. Und die hat jede von uns. Wir sind nicht objektive Beobachter unseres Lebens und des Lebens der anderen. Wir schreiben unsere eigene Lebensgeschichte. Und oft sind diese Narrative genau das, was Verständnis verhindert. Wenn ich in einem Saal rede mit 300 Leuten drin, dann hören alle 300 Leute dieselben Worte. Und jeder versteht zumindest ein bisschen was anderes, weil diese Worte wie Saatkörner auf ganz unterschiedliche Böden fallen, unterschiedlich bewässert werden, oft gar nicht aufgenommen werden vom Boden. Es ist wahnsinnig wichtig zu verstehen, dass jeder von uns seine eigenen Lebensgeschichten hat, die dann zusammengesetzt unsere Lebensgeschichte bedeuten. Und wenn wir jemandem eine Information anbieten, muss die da irgendwie reinpassen. Und deshalb ist das bei jedem anders. Und auch wir haben ja unser Narrativ, unsere Lebensgeschichte. Und sie drückt aus, wie wir Dinge verstehen und in Zusammenhang bringen. Und mit diesem Verständnis kommunizieren wir und vergessen dabei allzu oft, dass die anderen nicht dieselbe Geschichte haben. Und deshalb diesen Zusammenhang, den wir ganz eindeutig sehen, weil der gehört doch in unsere Lebensgeschichte, überhaupt nicht verstehen. Das ist dann der Moment, wo das Publikum diesen leeren Blick bekommt. Oder Leute zum Handy greifen und anfangen rumzudaddeln. Oder der Partner so langsam anfängt, gelangweilt in der Gegend rumzugucken, weil er das Gefühl hat, was erzählt er mir jetzt wieder? Wir sind gut beraten, auch für uns selbst, wenn wir sehr bewusst und achtsam mit diesen Narrativen, mit diesen Lebensgeschichten umgehen. Intuitiv kriegen wir sowas ganz gut hin. Ich habe dazu ein Lieblingsbeispiel. Ich komme nach Hause und meine Partnerin begrüßt mich an der Tür und strahlt mich an und sagt, was hältst du davon, wenn wir zum Italiener gehen? Jetzt kann ich ja diese Frage ganz sachlich beantworten und sagen, nichts, weil ich vielleicht nicht zum Italiener gehen will. Was sie eigentlich sagt ist, Schatz, schön, dass du da bist. Ich brauche deine Aufmerksamkeit. Ich würde gerne mit dir essen gehen. Was hältst du davon, wenn wir zum Italiener gehen? Also sage ich, habe gehört, es gibt einen neuen Griechen im Ort. Eigentlich, wenn man nur die Sachebene betrachtet, ist das völlig Banane. Was ist denn das für eine Antwort auf die Frage, was hältst du davon, wenn wir zum Italiener gehen, dass ich dann sage, da gibt es einen Griechen? Trotzdem funktioniert diese Kommunikation. Weil ich ihr Narrativ verstanden habe. Weil ich verstanden habe, was sie braucht. Und nicht einfach den Sachinhalt der Frage beantwortet habe. Das heißt, wir können das. Meistens kriegen wir das ganz gut hin. Gelegentlich gehen solche Dialoge auch mal ganz fürchterlich ins Grüne. Das sind dann die Momente, wo Beziehungen ein bisschen eckig werden, ein bisschen hakeln. Aber eigentlich kriegen wir das intuitiv ganz gut hin. Wir sollten uns aber, wenn wir bewusst kommunizieren, auch wenn wir im größeren Rahmen kommunizieren, im Job, vor Publikum, sollten wir uns bewusst machen, dass es diese Ebene gibt. Die gibt es immer.
Und damit müssen wir arbeiten. Diese Geschichten können uns dramatisch im Weg stehen. Und wir merken das heute als soziales Phänomen. Es wird immer wieder gesagt, auch in den Medien gesagt, unsere Gesellschaft driftet auseinander, die wird gespalten, die Menschen verstehen sich nicht mehr, die reden nicht mehr miteinander. Woran liegt es? Es liegt an den Narrativen, die wir uns erzählen. Verschwörungstheorien sind das klassische Beispiel. Wenn sich jemand lange genug mit Verschwörungstheorien beschäftigt, mit einer bestimmten Verschwörungstheorie, dann wird diese Verschwörungstheorie irgendwann zum eigenen persönlichen Narrativ und damit zum Ordnungsmuster in seinem Weltverständnis. Und wenn dann jemand anders eine Information anbietet, die in diese Geschichte nicht reinpasst, wird diese Information nicht aufgenommen, da können wir reden, bis die Kühe nach Hause kommen. Und wir erleben das ja gesellschaftlich. Viele Gruppen kommen einfach nicht mehr zusammen, weil ihre Narrative, gerade ihre sinnstiftenden Narrative, dermaßen weit auseinander liegen, dass sie sich genauso gut der eine auf Swahili und der andere auf Türkisch unterhalten könnten. Die verstehen schlichtweg kein Wort, weil ihre Wahrnehmungswelten nichts mehr miteinander zu tun haben. Wir müssen uns das klar machen, sonst reden wir nur noch aufeinander ein. Gerade in diesem Zusammenhang wird immer wieder gesagt, wir vermeiden die Gespräche, wir reden nicht mehr über Politik in der Familie. Ich höre das immer wieder. Wie kommen wir da raus? Tatsache ist, wir kommen da nur raus, wenn wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und wenn wir uns klar machen, wo ist der andere emotional. Wenn wir sagen, ich habe Recht und du hast Unrecht, verlassen wir die Augenhöhe. Und dann werden wir uns nicht verstehen. Ganz wichtiges Ding. Das gilt natürlich ganz besonders auch jetzt mal fernab von den gesellschaftlichen Fragen in jedem Unternehmen. Chefs, die nicht auf Augenhöhe sind, haben ein Problem mit Kommunikation. Weil da kann keine gesunde und schon gar keine emotional intelligente Kommunikation entstehen. Befehlsempfänger werden, das ist inhärent, zum Objekt gemacht. Und wenn ich Menschen zum Objekt mache, haben wir keine Beziehung auf Augenhöhe mehr. Das heißt, jeder, der meint, weil er Vorgesetzter sei, könne er einfach Ansagen machen, der kriegt das vielleicht hin. Der kriegt das über Macht hin, der kriegt das über Kontrolle hin und das funktioniert. Das Militär ist ein wunderbares Beispiel dafür. Aber es findet keine Kommunikation statt. Und es gibt keine Augenhöhe. Und viele Führungskräfte leiden darunter, dass sie das ganz einsam macht. Diese Einsamkeit kommt genau daher, wenn ich nicht mehr auf Augenhöhe bin mit denen ich täglich arbeite, dann werde ich einsam. Das waren jetzt nur ein paar der Hinweise und Anmerkungen und Gedanken, die ich in dem Buch Wir müssen reden, aber richtig niedergeschrieben habe. Und ich will auch jetzt nicht das ganze Buch vortragen. Spannend ist, wir müssen das jeden Tag üben. Wir müssen uns jeden Tag daran erinnern, unsere Mitmenschen sind emotional motivierte Wesen. Wir müssen sie berühren, dann nehmen sie Informationen auf. Das ist anstrengend. Und das ist auch keine Sache von Nippel durch die Lasche ziehen. Das ist nicht was, wo man einen Hebel umlegt und dann macht man das halt richtig. Sondern das ist ein dauernder Prozess und da macht man immer wieder was falsch. Das Gute ist, menschliche Kommunikation ist kein Spielfeld für Perfektion. Es gibt keine perfekte Kommunikation. Es gibt Kommunikation, die richtig gut gelingt. Aber gar nicht so häufig. Und wir sind da auch sehr nachsichtig. Und das ist gut so. Aber man kann sich auf diesen Weg machen und das hat deutliche Auswirkungen auf alle unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Zu Hause, im Job, in der Gesellschaft. Emotional intelligente Kommunikation ist ein Schlüssel zum, ja auch zum persönlichen Glück. Denn wenn wir richtig miteinander reden, und ich habe am Anfang gesagt, wir
greifen in die Struktur des Gehirns desjenigen ein, der uns zuhört. Wenn wir richtig miteinander reden, dann machen wir das auf positive Art und Weise. Dann können wir daran wachsen, dann können wir uns entfalten. Und dann passiert richtig viel. Vor allem werden unsere Beziehungen und damit jeder einzelne Tag deutlich besser. Ja, so viel jetzt vielleicht mal zu diesem Buch, so viel in diesem Special von Ist das Information oder kann das weg? Gerald Hüther könnte alle diese Sachen jetzt auch gehirnneurowissenschaftlich erklären. Wir können das vielleicht mal zum späteren Zeitpunkt auch machen. Ich wollte euch nur einen kurzen Einblick in das geben, was da im Herbst bei Herder erscheint, ungefähr im September, ungefähr 270 Seiten. Wir müssen reden, aber richtig. Und das ist eine Information und kann nicht weg. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Gerald Hüther.